guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Eurovision-Sendung aus der Gerd-Müller-Gerbes-Gedächtnishalle in Köln. Und weil es eine Eurovision-Sendung ist, begrüßen wir auch unseren Zuschauer aus der Schweiz recht herzlich, unseren Zuschauer aus Österreich und die ortsansässige Weinkönigin. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken schon, es ist alles da, was man für einen internationalen Eurovision-Sonntagabend im Fernsehen braucht. Nur einer fehlt noch. Und der ist heute Abend zu Gast bei Zimmerfrei. Frank Elstner! Wir sitzen hier. Ja. Ich bin ja noch so alt, Leute. Ich bin ja noch so alt. Ja. Sie sind ja richtig ein Mann von Welt, so mit Stuhl anschieben und so. Ja. Alte Schule. Ja, es gibt Leute, die sagen, das ist nur noch altmodisch heute. Ach, ich finde das doch schön. Aber würden Sie mir auch aus dem Mantel helfen? Immer. Danke. Wollte ich nur mal wissen. So. Sie sind sagte Vegetarier. Die Schauspielerin zum Erzbischof. Ne? Wir haben es für Sie nett gemacht. Sie sind Vegetarier. Ich bin begeistert. Ja. Ich bin das erst geworden. Ich bin kein geborener Vegetarier. Sondern irgendwann hat mir mal einer eingeredet, lass das Fleisch weg. Und das hält jetzt seit ein paar Jahren. Und das sieht schon sehr gut und aus. Ja. Wie fühlt sich so Ihr Körper innen? Was sagt der? Meine Frau sagt, ich bin immer noch zu schwabbelig. Also. Wollen Sie ein Dementi jetzt oder können wir es einfach so stehen nee, lassen? Nee, ist okay. Ja? So. Wir können Ihnen auch ein paar Käsehäppchen. Also, wir haben sehr gerne. Also Milchprodukte essen. Sie sind ein Vegetarier, der also sagt, das ist nett von der Kuh, dass sie uns Milch schenkt. Wunderbar, wunderbar. Machen wir das Beste draus. Also weil das so nett ist von der Kuh, esse ich alles von der Kuh, nur nicht die Kuh. Aha. Sie sind ein Dichter. Wenn Sie der Meinung sind, dass das bereits Dichtung ist, dann gereimt. Sind Ihre Ansprüche ziemlich das gering. Das Goethe-Jahr liegt hinter uns, jetzt tut es wieder jeder rein. Also wir haben auch ein bisschen Fisch, so fetten Fisch. Warum zeigst du da immer dieses leere Ding? Wir haben auch ein bisschen Fisch. Aber essen Sie denn mit? Ja, natürlich. Kann ich das denn dann übernehmen vielleicht? Ja. Na, Sie sind der Gast, also so viel Etikette muss schon sein. Wenn Sie den Wein aufmachen, und servieren. Ja, gut. Sie gut. Könnten den Wein aufmachen. Wann haben Sie das letzte Mal selbst was gekocht? Der ist schon offensichtlich. Weil ich das letzte Mal selbst was gemacht habe? Oder also selbst was gekocht? Ich bin sehr oft unterwegs. Ja. Und dann macht man sich mal ganz schnell was, weil es gibt ja in diesen Hotels, in denen man lebt und in die man meistens immer erst spät abends kommt, nichts. Also haben Sie versuchen nicht auch Sie so ein Jeeper auf Bratkartoffeln, wenn Sie nach Hause kommen oder sowas? Doch, sehr. Ja, sehr. Jetzt da, was darf es denn sein? Etwas, was schnell geht, weil ich Angst habe, dass Sie mit dem Ding umkippen. Wir haben hier ganz leckere... Vielleicht den Scampi-Spieß. Das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Nach einem bekannten Kölner Gastronom benannt. Das reicht mir schon. Vielleicht hat jemand im Publikum Hunger. Nein. Christine, was darf sein? Ich möchte so eine Schiller. Nee, das hier. Ist das Forelle oder was? Ja, geräuchert. Aber nur die Hälfte. Ja, iss mal so weit du kommst, Kind. Vielleicht gibt es morgen schön Wetter. Wie sehen Sie in der Badehose aus, Herr Elstner? Haben Sie so eine Bermuda oder sowas Kurzes? Nee, meine Kinder tragen Bermudas, ich nicht. Nee, aber Sie können schon immer noch Badehose das Gefühl, tragen, oder? Ja, ich zeige mich ungern in Badehose. Für mich aber bitte kein Wein. Bermudas schlabbert immer alles so. Für mich bitte kein Wein, Herr Elstner. Kein Wein? Warum das nicht? Ich trinke nur Getränke für Erwachsene. Aha. Aber man sieht doch alle Bermudas an, damit es nicht so schlabbert, oder? Also ich habe nur Schlabbererfahrungen mit Bermudas. Tut mir leid. Was ziehen Sie im Sommer an, wenn es so warm ist und Sie am Pool liegen? Badehose, ja. So also eine normale, mit einem Schnur vorne. So aus dem ja klar, je nach Bauch kann man dann den Knoten etwas enger binden. Genau, wir trinken jetzt erstmal. Ja, darauf, unseren lieben Gast. Was trinken Sie denn da überhaupt? Ich trinke Bier, ne? Ich dachte, in Köln trinkt man Kölsch. Ja, das können Sie mal sehen. Deswegen werde ich auch nie zum Kölner. Zum Wohle. Prost. Zum Wohl. Schön, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ich habe was mitgebracht. Nein! Kann man es essen? Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass ich hier irgendwas kriege. Und da ich ja nur nicht weiß, ob ich nachher hier angenommen werde, habe ich mein Notgepäck mit und habe ein paar Bonbons mitgebracht. Mm. Oh. So. Oh. So. Danke. Halt. Wer zieht wo? Schließlich sind wir ja nicht alleine hier. Oh. Wenn Sie die vielleicht verteilen möchten, hier fangen wir bei der Königin an. Und jetzt ziehen?
Gibt es hier auch Besteck für die Gäste? Gott, ich frage ja nur. Peinlich. Wieso denn? Nein, das schaffe ich nicht. Ich hab doch gerade alles verteilt das hier. Das schaffe ich nicht. Aber vielleicht habt ihr da hinten in eurer Küche noch irgendwas, was schneidet, oder? Ja, da ist so ein Hier ist doch, hier. Ja, dann haben Sie ja nichts. Simsalabim. Ja, und nun? Ich brauche doch für den Scampi-Spieß kein Messer. Na gut, ich nehme mal diese Gabel sicherheitshalber hier. Ja, ich habe auch eine. Jetzt habe ich zwei Messer, das kann Und eine Gabel. Ja, was ist schiefgelaufen? Ja, tschüss, Grimme-Preis. Ich denke, den habt ihr schon. Nö. Ne? Haben Sie schon einen? Wissen Sie mehr als wir? Nö. Haben Sie schon einen? Nee. Nee? Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Ich habe für Wetten, dass keinen gekriegt. Das gibt's ja gar nicht. Doch. Darauf hätte ich aber gewettet. Ja, aber höchstwahrscheinlich war das nicht intellektuell genug angehaucht. Ich hätte da am Anfang vielleicht ein bisschen bessere Ansagen machen müssen, ein bisschen mehr Niveau. Ich glaube, dass der Grimme-Preis also nur für total wichtige und sehr, sehr intellektuelle, sehr, sehr gute Sendungen vergeben wird. Was glaubst du, Christine? Ja, jetzt ist das Ding ganz durch, oder? Nein, ich glaube nicht. Christine, können Sie nicht mal eine Minute einen guten Vortrag halten über Ihre Sendung hier? Weil dann kann ich in Ruhe das Scampi essen. Wir brauchen eigentlich nichts reden. Wir können immer essen ohne was. Soll ich das denn hier aufmachen? Oder? Wie Sie wollen. Es sind halt schwedisch. Mal. Oh Gott. Es sind schwedische Bonbons und sie knallen auch nicht. Das war grandios. Vielen Dank trotzdem. Ich habe die extra mitgebracht, damit das nicht nach Werbung aussieht, weil die Dinger gibt es hier, glaube ich, nicht. Oh, umso besser. Wonach schmecken die? Man sagt nach Champagner. Wir können ja mal im Publikum fragen. Möchten Sie mal fragen. Probieren, meine Damen und Herren? Kamelle, Kamelle, Strüsschen. Und Pöpp! Wir machen derweil mal. Schrei aus dem Publikum. Herrlich. Wir machen mal die Home-Story für Frank Elstner. Und zwar waren wir in seinem Büro. Wir haben uns mal angeguckt, wo der Mann eigentlich lebt, weil zu Hause sind sie ja relativ selten. Das heißt, Jörg Thaddeus hat das für uns gemacht. Bitte. Ich bin sehr gespannt. Sie müssen nur wissen, ich bin so kurz. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Machtverteilung im deutschen Fernsehen gedacht haben. Wer ist Leo Kirch? Ein Niemand. Denn hier gibt es einen Mann, der deutsche Stars und ihre Fernsehprogramme kreiert. Das ist Frank Elstner. Und das hier mitten in Luxemburg ist seine Machtzentrale. Durch diese Tür sind schon viele Männer und Frauen mit zitternden Knien gegangen. Denn sie wussten, das hier ist eine wichtige Adresse hier bei Frank Elstner im Vatikan des deutschen Fernsehens. Da führt man nicht einfach nur ein Bewerbungsgespräch. Da bringt man Geschenke mit, weil man will ja unbedingt was werden. Zum Beispiel Jürgen Fliege hat dieses wirklich geschmacklose Bild gemalt. Und was ist passiert? Eine Nachmittagssendung ist es geworden. Johannes B. Kerner hingegen hat für diese von ihm selbst geschnitzte Säule eine Abendtalkshow zu einem viel besseren Sendeplatz bekommen. Tommy Orner, hat den Teppich hier verlegt. Der ist von niederbayerischen Grundschulkindern handgeklöppelt. Und er darf auch Fernsehen machen. Wo sitzt ein Mann, der schon im 13. Lebensjahr mehr als 1000 Hörfunkreportagen gemacht hatte? Natürlich ganz, ganz oben. Und über Frank Elstner, da ist die Luft dünn, da sind nur noch ganz wenige wirklich wichtig. Da kann er sich zum Beispiel auch erlauben, ganz beiläufig mal mit so einem Buch Who is Who, mit den Adressen von Prominenten aus Wirtschaft, Politik und Kultur die Tür abzustützen. Und die Bewerber, die hier hinkommen, die müssen sich einem sehr, sehr harten Prozedere unterziehen. Denn hier steht der Magier. Der Medienmanager, der entscheiden kann über ein Fernsehschicksal, über einen Star oder Sternchen. Und der Bewerber, der da oben hin will, der muss erstmal nach ganz, ganz unten, nämlich auf die Knie. Viele wollen nicht knien, das ist ihnen einfach zu peinlich, deswegen versuchen sie es auf andere Art und Weise. Dieter Bohlen schickt jeden Monat eine seiner goldenen Schallplatten, genutzt hat es bisher nichts. Tscherno Djupertaj, der verstehen Sie Spaßmoderator, wollte Frank Elstner huldigen mit einer Erinnerung an die größte Idee, die Frank Elstner jemals hatte, nämlich Wetten, dass. Aber daraus ist auch nichts geworden, denn Tscherno hat nach wie vor diese Probleme mit der Rechtschreibung. Das hier sind Demokassetten von Bewerbern, von prominenten Bewerbern aus 5 Tagen. In 5 Tagen hat Frank Elstner all das hier abgelehnt. Und wenn ich Ihnen die Namen vorlese, wissen Sie sofort, in welcher Kategorie sich das abspielt. Das ist Ola Kock am Brink. Da haben wir Linda de Mol und da haben wir, das ist ein bisschen traurig. Das ist der alte Mann, Rudi Carrell, der es auch nochmal wissen wollte. Frank Elstner muss oft Nein sagen, weil ein Mann mit solcher Erfahrung, der spürt natürlich, ob da jemand sich hier bewirbt, der wirklich den Durchbruch schaffen kann oder nicht. Und wer es eigentlich nicht schaffen kann, der bekommt von dem sehr, sehr fairen Frank Elstner dann doch noch eine Chance. Der Bewerber setzt sich hier hin und muss sich das komplette Lebenswerk von Frank Elstner auf diesem Bildschirm angucken. 10 Jahre später
Wenn er es denn körperlich und seelisch durchgestanden hat, bekommt dieser Mensch dann seine Chance und darf den ZDF-Fernsehgarten moderieren. Und das ist immerhin noch besser, als irgendwo Wärmedecken zu verkaufen. Der Meister Frank Elstner muss in diesem Bereich seines Büros wirklich alleine sein. Denn das ist wohl das wichtigste Schaltpult im deutschen Fernsehen. Von hier aus können erfolgreich Fäden gezogen werden. Hier das Telefon. Fred steht da einfach nur so ganz bescheiden. Das ist Fred Kogel von Sat.1 oder Gerhard Zeiler von RTL. Und dann hier, das ist die Rupert-Taste. Medien-Tycoon Rupert Murdoch ist unter diesem Knopf ganz einfach anzurufen. Frank Elstner lehnt sich hier zurück, nimmt den Hörer, drückt die Taste und dann, ja, hallo Rupert, mir gefällt das nicht. Die Champions League bei TM3, das ist ein Frauensender. Und Frauen, nein. Die wollen Tiere, Hunde. Zeig Lassie, aber bitte gib die Champions League zurück an RTL. Ja? Okay, Robert. Grüße. Tschüss. Das war alles. Was sind Sie für ein Chef, Herr Elstners? Sind Sie gefürchtet? Also, wenn Sie hier heimlich in meinem Büro waren, hätten Sie meine Mitarbeiter fragen müssen. Da war keiner. Ja, wir sind alle unterwegs. Wir sind ja alle unterwegs, weil wir alle auf unseren Baustellen sind. Bin ich ein gefürchteter Chef? Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die sagen, ich bin manchmal ungeduldig. Ich bin manchmal etwas jähzornig. Wie sind Sie denn laut oder so? Der liebe Kerl, als der ich dann immer so bekannt geworden bin, bin ich nicht immer im Büro. Also, ich kann auch schon ganz schön grantig sein. Sie haben mal gesagt, Sie sind stark in Ihren Schwächen und schwach in Ihren Stärken. Was ist denn eine Schwäche von Ihnen? Wo sind Sie denn da? Okay, also wo sind Sie? Nein, das sind so viele. Du musst der Antwort auch Zeit zum Reifen geben. Ja. Wenn früher alle so ungeduldig geworden wären, hätte Herbert Wehner im Bundestag nicht eine Rede zu Ende gemacht. Ich habe höchstwahrscheinlich ein zu großes Harmoniebedürfnis. Mhm. Das ist eine Schwäche. Das heißt, Sie brüllen erst los, dann tut es Ihnen richtig leid und dann müssen Sie sich mühsam entschuldigen? Oder ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Ja, meine Sekretärin kann davon ein Lied singen. Ist es Ihnen wichtig, dass alle Sie lieb haben? Das war mir sehr wichtig. Heute ist mir das nicht mehr so wichtig. Womit hat das was zu tun? Mit der Reife des Alters. Man kann gelassen ertragen, Feinde zu haben oder Leute, die einen nicht mögen. Na, ich sage mal, wenn man 20 ist und Karriere machen möchte, dann möchte man die manchmal um jeden Preis machen und man tut alles, damit diese Karriere auch funktioniert. Wenn man 30 ist und die Karriere sehr früh gemacht hat, wie ich, habe ja sehr früh, wenn man so möchte, eigentlich eine Stellung erreicht, die man sonst als 40-Jähriger erreicht hätte, dann wird man ein bisschen überheblich, dann kommt auch die Hybris im Leben manchmal zum Zug. Und wenn man dann 40 und 50 wird, dann wird man langsam etwas besinnlicher, etwas nachsichtiger, denkt über die eigenen Fehler mehr nach. Jetzt kommt das Wort zum Sonntag und so weiter und so weiter. Was glauben Sie, wie Sie mit 60 sind? Ist nicht mehr so ganz. Das ist nicht mehr lange, das sind noch 3 Jahre. Ich hoffe. Doch so viel. ich weiß nicht, wie ich da bin. Ich hoffe, ich bin mit 66 so sportlich wie Udo Jürgens, der in diesem Jahr 66 wird. Sie sagen von sich, Sie sind weltbester Autofahrer. Heißt das, Sie sind einer, den ich links von der Autobahn mit der Lichthupe da von der linken Spur? Sind Sie so einer? Nein, ich habe einen ganz feinen Unterschied gemacht. Ich habe gesagt, ich bin der zweitbeste Autofahrer. Weil ich mir nie anmaßen würde, zu sagen, ich bin der Beste. Ach so. Also ich bin wirklich nur der Zweite. Haben Sie so einen Hut auf der Ablage oder was für einer sind Sie? Auf der Ablage, um Gottes Willen. Oder so eine Klorolle oder so. Herr, ein Wackeldackel ist doch genial. Was? Wie bitte? Ein Wackeldackel, das ist doch fantastisch. Was meinst du, wie oft ich schon verflucht habe, dass ich früher immer Kombi gefahren bin? Wir können mit einem Wackeldackel hinten raus. Also im Moment gehört das Auto nicht mir. Ich habe 2 kleine Kinder. Und wenn Sie durch mein Auto gehen, dann ist das eigentlich mehr ein Kinderauto geworden. Nee, ich meine eigentlich, wie Sie fahren. Also Sie fahren einen Kinderwagen. Und wie ist das? Also fahren Kinderwagen, der hat 2 integrierte Kindersitze hinten drin. Also das heißt, Sie fahren langsam. Wenn die Kinder drin sitzen, fahre ich besonders und langsam. Und sonst wenigstens senkt es auch, oder was geht da? Das haben Sie gesagt. Was meinen Sie denn mit Zweitbester? Also Sie sind ein richtiger Rowdy auf der Straße. Nein, das hat mit Rowdy nichts zu tun. Ich glaube, ein guter Autofahrer benimmt sich gerade im Straßenverkehr, wo es gefährlich ist, besonders zurückhaltend. Aber das ist Ihnen jetzt viel zu lieb. Ich fahre gerne schnell. Und da ich seit 30 Jahren von Köln nach Luxemburg fahre,
und diese Eifelstrecke sich eigentlich dazu anbietet, mit den Autos, die ich immer gefahren habe, besonders geeignet zu sein. Und der Nürburgring ist da auch in der Nähe. Bin ich sicher zu oft zu schnell gefahren. Wenn es Ihnen links zu blöd wird? Das sage ich Ihnen nicht. Ja, das ist doch gut. Ich finde ja früher, als man noch ein Luxemburg auf Mittelwelle gehört hat, hat man immer gehört, dass der Nürburgring nicht weit weg war. Die Soundqualität war dermaßen unter aller Kanone. So, wir kommen zu unserer ersten Aktion. Ja. Dazu muss man sagen, dass Sie die besten Ideen, dass Sie sagen von sich, Sie hätten die besten Ideen im Schlaf. Das stimmt, soll ich mich da reinlegen? Ja, wir wollen mal ein bisschen so gucken, wie das geht. Sie können den haben, der nach Schäferhund riecht, den, der nach Bulldogge riecht. Das sind Betriebsschlafsäcke. Ich habe einen Golden Retriever. Sie können den nehmen, den ich mit 14 Jahren öfters im Zeltlager benutzt habe. Da sind, glaube ich, noch Spuren drin. Wir hätten Sie eigentlich gerne in der Mitte. Gut. Kommen Sie? Also ich komme zu euch in die Mitte. In die Mitte, genau. Soll ich denn anstandshalber die Schuhe vorher ausziehen? Nein. Nein, nicht. Nein. Das sind Betriebsschlafsäcke, das ist nicht so schlimm. Da ich bei den Pfadfindern war... Nicht immer zumachen, sonst sieht man hier das Mikrofon. Das ist für mich der totale Luxus. Ehrlich? Als ich bei den Pfadfindern war, hatte man noch keine Schlafsäcke. Nein? Nee. Wieso? Worin haben Sie denn dann geschlafen? In irgendeiner schrecklichen Decke, die uns irgendein Bauer gegeben hat. Ah. Oh. So. Das war kurz vor der Währungsreform, ne? Nein, das war 1954. Der Jungs schon hinlegen, nicht im Bett. So, wir legen uns jetzt hin und haben jetzt gute Ideen. So. Gut. Also, wie liegen Sie eigentlich im Bett auf dem Rücken? Das Grundproblem ist, wenn ich natürlich im Bett liege und neben mir eine Frau liegt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich so gute Ideen habe. Ach, weil, da hat man die besten. Ja, genau, Christine. Ja, aber sehr einseitig. Ja, das ist das Problem. Sie liegen irgendwie falsch. Sie haben in Ihrem Leben noch nie im Schlafsack gelegen, oder? Ich doch, warum? Weil Sie gar kein Kissen haben. Ich brauche kein Kissen, ich liege immer flach. Ja. Liegen Sie Embryo zu Hause oder auf dem Bauch? Oder? Also früher lag ich immer Löffelchen. Ah! Aber jetzt soll ich mal mit Ihnen Nein, Löffelchen ich bitte darum. Nein. Also gut. Also. Früher lagen wir immer Löffelchen. Herr Elster, Sie waren nicht mit dem Herzen bei der Sache jetzt. Ja, seien Sie froh, dass ich nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Was haben Sie an im Bett? Im Bett habe ich nichts an. Das ist gut. Warum ist das gut? Ja. Ja, ich meine. Ich finde das besser, als wenn Sie so altmodische Zweiteiler anhätten. Nee, kann ich nicht. Macht mich nur nervös. Macht es Ihnen nichts aus, wenn Ihnen jemand so in den Nacken atmet? Ja, jetzt müsste ich Ihnen natürlich genau erzählen, wer mit mir wo zu Hause schläft. Ich hoffe mal, das ist Ihre Lebensgefährtin. Natürlich, klar. Ja. Aber wenn wir sehr unruhig sind, dann gehe ich auch schon mal in ein zweites Schlafzimmer. Das heißt, Sie schnarchen. Sie sagt das immer. Sie sagt immer, wenn ich zu viel Rotwein getrunken habe, sei ich unerträglich. Und dann gehe ich gar nicht erst ins erste Schlafzimmer, gehe ich gleich ins zweite Schlafzimmer. Mhm. Ist auch eine schwere Entscheidung, ne? Das kommt drauf an. Wenn die Rotweinflasche noch nicht leer ist, ist das eine leichte Entscheidung. Wo kommen Ihnen jetzt die Ideen, im ersten Schlafzimmer oder im zweiten? Also die Ideen kommen meistens, wenn man abends sich ins Bett legt und sehr viel gearbeitet hat, dann kann ich nicht sagen, ich schlafe jetzt, sondern dann denke ich weiter nach und dann schwirrt so alles Mögliche durch den Kopf. Mhm. Und so ist mir eines Tages eben, wie gesagt, die Idee gekommen zu wetten, das, weil ich irgendwann nachts dachte, warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Ja, wird viel zu wenig gewettet im deutschen Fernsehen. Ja. Und dann kann ich das aber erklären, wie das funktionierte. Mhm. Ich lag im Bett und habe gesagt, warum wird eigentlich im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Dann bin ich sofort aufgestanden, in die Küche gerannt, zum Eisschrank gegangen. Sie haben da was verloren, Herr Elstner. Das soll das Mikro sein. Also pass auf, dass du es nicht kaputt machst. So. Dann bin ich zum Eisschrank, habe mir irgendwas zu trinken geholt. Sowas trinke ich nicht. Und dann bin ich schnell zum Küchentisch gegangen. Ich hoffe, der Sender geht noch. Und dann habe ich mich hingesetzt. Hatte so ein Glas Rotwein hier. Und habe dann geschrieben, warum wird im deutschen Fernsehen nicht gewettet? Genau. Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich vor 4 Wochen vorher bei einem Hundewettrennen war in England. Und dort habe ich sogar Geld gewonnen. Dann habe ich mir gedacht, wenn man im Fernsehen wettet und um Geld spielt, dann kommen sicher diese Rundfunkräte und sagen, das geht nicht und die Kinder. Und dann verdirbt man die Kinder. Dann hieß der zweite Satz, es darf nicht um Geld gespielt werden. Der dritte Satz hieß dann, wir müssen auch das Publikum mit einbeziehen. Also müssen wir eine Saalwette machen. Wir müssen auch das Publikum zu Hause mit einbeziehen, also müssen Wetten zu Hause gemacht werden und so weiter. Mhm. Und das Papier war dann um
halb fünf fertig. Und dann habe ich sofort meinen Freund angerufen und habe gesagt, komm sofort vorbei hier. Ehrlich? Also Sie erzählen jetzt nicht eine schöne Geschichte. Komm sofort vorbei hier. Ich glaube, ich habe, so müssen wir das machen. Mhm. Und um 11 kam der Unterhaltungschef von Mainz, vom ZDF, zu mir nach Luxemburg gefahren und dann ging es los. Toll. Ich rutsche mal, ich darf es nicht mehr. Ich muss nur überlegen, wie ich den Sender wieder unterkriege. Hubert, machst du ihm. Hier gibt es so einen Sender netten wieder? Menschen, der mir den Sender von eingebaut hat. Macht das. Am besten da. Oh, meine Damen, das ist ein alter Bekannter von uns. Staunen Sie, hier ist Hubert! Ja. Hubert! Ja. Hubert! Danke, Hubert! Was machst du denn? Ich hab dich überall besucht heute. Danke. Ja. Meine Damen und Herren, es ist jetzt so spannend jetzt bei Zimmerfrei, weil nicht nur haben wir jetzt gemeinsam schön Löffelchen gelegen, Frank Elstner. Ich bin einer der wenigen, ich glaube, ich bin vielleicht der einzige deutsche Fernsehgastgeber, der sagen kann, ich habe mit Frank Elstner zumindest vor den Augen von Millionen Zuschauern Löffelchen gelegen. Meine Damen und Herren, jetzt kommt unser berühmtes Zimmerfrei-Bilderrätsel. Sie alle wissen, wie es geht. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie es geht, Herr Elstner. Das Zimmerfrei-Bilderrätsel funktioniert folgendermaßen. Wir werden anhand eines lebenden Bildes einen zu erratenden Begriff darstellen. Dieser Begriff muss von Ihnen erraten werden. Wir helfen vielleicht ein bisschen, aber ich denke, das haben Sie gar nicht nötig. Meine Damen und Herren, Sie zu Hause können natürlich mitraten. Aber nur, wenn der Gongschlag ertönt, die Augen schließen, dann werden wir das Rätsel durch am unteren Bildrand einzublenden wissen. Wenn der Gong abermals ertönt, müssen Sie die Augen wieder aufmachen. Dann wird aus der Einblendung eine Ausblendung werden. Sie können selbstverständlich die Augen die ganze Zeit offen halten. Dann wissen Sie von Anfang an Bescheid, können aber leider nicht mitraten. Wann ist Ihnen das eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, dass Sie dieses Talent haben? Das war nachts. Ich habe im Bett gelegen. Danke für diese Vorlage. Hier ist unser Bilderrätsel. War sehr nett. Das war schön. Ach ja. Ach du liebe Zeit. Ist er das Bilderrätsel? Ja, abwarten. Das ganze Teil, also alles. Aha. Also, das ist eine Gartenharke. Ja, da kann wird man auch balanciert. Hm. Was sagt man zu so einem Ding noch? Zu so einem Ding außer Harke ein Rechen. Ja. Eine Rechenaufgabe. Nein. Was macht also, der? Er macht das doch ganz. Der ist doch von Beruf bestimmt. Der arbeitet beim Zirkus, ja. Jongleur. Ja, Oberbegriff. Ein Oberbegriff für Jongleur, ja. Für Artist. Ja, ja Artist auf Deutsch. Ein Rechenartist, ein Rechenkünstler. Ja! Ja! Fantastisch! Toll! Super. Wie waren Sie im Rechnen? Gar nicht mal so schlecht. Nee? Sind im Abitur aber sauber durchgesegelt? Ich bin durchgefallen wegen Griechisch. Warum nimmt man auch Griechisch? Ja, ich war damals in einer sehr strengen Schule und hatte, die beste Note war 1, die schlechteste war Griechisch und die hatte ich. 6, ja? Eine 6. Ich hatte in Mathematik auch eine 5. Nee, da hatte ich sogar eine 3. Ehrlich? Ja, das ging gerade noch. Ja, Streber. Ich hatte auch in Deutsch eine ganz gute Note, in Französisch, aber so Latein und Griechisch war aus. Also Ihre Eltern haben Sie da hingeschickt, damit aus ihm was Richtiges wird? Als ich 13 Jahre alt war, haben meine Eltern gesagt, jetzt hast du seit 3 Jahren Kinderfunk gemacht und in über 1000 Hörspielen mitgewirkt und jetzt darfst du nicht weiter sitzen bleiben in der Schule, Junge. Und dann hat man mich in das erzbischöfliche Gymnasialkonvikt St. Bernhard gestopft. 6 Jahre lang, was ich nie bereut habe. Was ich nie bereut habe. Das waren mit die 6 schönsten Jahre meines Lebens. Ihre Mutter hat Ihnen einen guten Satz mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, die Junge, nimm nie eine Frau, die krumme Beine und spitze Knie hat. Warum haben Sie sich nicht daran gehalten? Das ist ja die größte Frechheit aller Zeiten. Na, weil Sie sind 2-mal geschieden, das kann ja nicht funktionieren. Also ich habe nie eine Frau mit krummen Beinen gehabt. Nee. Also, woran lag es dann? Sie fragen mich jetzt, warum ich so viele Mütter habe und so wenig Frauen. Na, ich wollte nur nach den 2 geschiedenen. Ich wollte nach diesem, was mich besonders interessiert. Ja. Sie haben eine 3-Monats-Ehe gehabt. Ich frage mich, wann spricht man über die Scheidungspapiere? Am Tag 2 oder wann ist das? 3 Monate ist doch. Also man verknallt sich, überstürzt das, man heiratet und was passiert dann? Nein, wir wussten eigentlich sehr schnell, dass wir so nicht zusammenpassen. Wann denn? Also heute wissen wir es genau. Mhm. Aber der Witz ist, dass wir uns heute wieder so gut verstehen,
dass wir zum Beispiel heute besonders gut zusammenpassen. Ich möchte aber jetzt von damals, ich möchte jetzt wissen, wie das war. Das muss doch nach einer Woche gewesen sein, bis das ganze Ding dann durch ist, so vom Anwalt und so. Ja, nein, das ging schnell. Wir waren uns einig und wir haben ihrem Vater Bescheid gesagt und ich habe gesagt, ich habe da ein anderes Problem in Luxemburg. Und das hat sie dann auch sofort verstanden. Hat das andere Bein andere Problem schöne Beine gehabt? Oder? Das andere Problem hatte genauso schöne Beine. Mhm. Aber ich kann meine erste Frau nicht hässlich machen. Es war eines der schönsten Mädchen, die mir je begegnet sind. Mhm. Außerdem lebt sie hier in Köln. Elisabeth. Sie ist nicht zufällig im Publikum heute Abend. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Wer weiß. Sie haben es angesprochen. Sie haben, ich habe es jetzt nicht behalten, vier Frauen, fünf Kinder oder fünf? Nein, ich habe das große Glück, dass der liebe Gott es geschafft hat, dass ich fünf Kinder habe. Sie haben das und gemacht. Dazu brauchten diese fünf Kinder vier Mütter. Mhm. Wie kommen die untereinander so klar? Das müssen Sie sie fragen. Ja. Also ich habe mal den Versuch gemacht, vor 3 Jahren mit allen Weihnachten zu feiern. Hm. Und das gelang. Ehrlich? Ich mache es nicht wieder. Da haben Sie geschwitzt, oder ja. Die zusammenzuhalten. Ja. Ja, aber an und für sich geht das eigentlich ganz gut. Wie alt ist Ihr ältestes Kind? 33. Was ist aus dem geworden? Der ist Diplomkaufmann, mhm. Hat, wie man in unserer Branche sagt, einen ordentlichen Beruf. Wie konnte das passieren bei dem Vater? Das ist übrigens der Sohn von dieser wunderbaren Frau aus Köln. Ach, deswegen? Ja. Der, so. Eine sehr fleißige Frau, eine Frau Dr. Elstner ist das, die hier in den Gazetten in den letzten Monaten immer wieder ihre Schlagzeilen hatte, weil sie einen von mir sehr bewunderten Club gegründet hat, nämlich Frauen gegen Brustkrebs, wir alle. Mhm. Und dafür setzt sie sich von morgens bis abends ein, tut sehr viel dafür. Und naja, ich habe davor höchsten Respekt. Und mein Sohn, der hat etwas ganz Wunderbares gemacht. Er kam nach dem Abitur zu mir und hat gesagt, Papa, ich bin Sportler. Meinen Sport kann ich nur jetzt machen und ist jahrelang mit dem Surfzirkus durch die Welt gezogen. Ist, glaube ich, mal irgendwann auch 12. gewesen im Slalom bei den Weltmeisterschaften. Und war gut, aber er war nicht ganz gut. Und als er 25 wurde, hat er gesagt, Mensch, jetzt kommen die 13-, 14-Jährigen, jetzt wird's eng. Jetzt muss ich mal mein Studium beginnen. Und dann hat er sein Studium begonnen, als erster beendet. Und ich war der stolzeste Mensch der Welt. Ein Junge mit Abitur, einer, der das Studium gebracht hat. Bim bam, vielen Dank, lieber Gott. Ja. Es ist offen! Hossa! Ich bin doch die berühmte Melanie. Ja, ja. Bitte. Sache Elstner. Was möchten Sie denn trinken? Oh, was trinken Sie denn da? Also ich trinke Rotwein. Wollen Sie noch einen Schluck haben? Ja, Schlückchen, ja. Habt ihr noch ein Glas? Aber bleiben Sie mal schön, Herr Elstner, bleiben Sie doch mal schön bei mir. Nicht, ja, dass Sie mir hier wegrennen. Ja, nee, ich bleib gern bei Ihnen. Ich bin nämlich, ich wollte heute mal gar nicht hier reinkommen. Ich wohne ja oben drüber. Ja. Heute wollte ich nicht reinkommen, habe ich gedacht, lasse die zweimal alleine. Und dann habe ich gerade, ich kam gerade nach Hause, habe ich an der Tür gelauscht. Wahnsinn. Boah, hab ich gedacht, ich werde bekloppt, die haben den Elstner da. Da habe ich natürlich mal eben Ding Dong. Finde ich aber nett. Nee, wenn Sie ein bisschen früher gekommen wären, hätten Sie noch mit uns in den Schlafsack gehen können. Aber nicht bei mir. War der im Schlafsack? Ja. Hör mal, schlafen die im Schlafsack? Ja. Vielleicht sind das die WDR-Gagen. Wollt ihr den Mann abschrecken oder was mit Schlafsäcke? Und so habt ihr erzählt, wir schlafen hier in Schlafsäcken. Nein, wir wollten seinem Geheimnis auf die Spur kommen. Ach so. Ich fand das sehr nett gemacht. Ja, doch. Schöne Idee. Hör mal, jetzt habe ich hier ein Schlückchen Wein. Komm, da trinken wir, stoßen wir mal an. Ne? Herr Elstner. Zum Wohl. Wohlsein. Zum Wohl? Wohlsein. Prost, Prost. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Haben Sie auch was eigentlich da hinten? Nee? Zum Wohl. Traurig. Wohlsein. Oh. Herr Elstner. Ja. Als ich gelauscht habe, da habe ich nämlich gedacht, ich muss unbedingt reinkommen, wenn der Herr Elstner da ist, weil Sie haben so eine wahnsinnig schöne Stimme. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie mir mit der Stimme so 2-3 Komplimente machen würden?
Also ganz im Gegenteil. Da gibt es bei uns, gab es früher einen Sprecher bei Radio Luxemburg. Augenblick, ich das war der schlimmste Komplimentemacher, den es gab. Keine Geschichte jetzt, mir ein Kompliment. Ja, ja, ich mache Ihnen ein Kompliment. Ich mache Augen zu dabei. Weißt du eigentlich, Liebling, wenn du die Augen öffnest, dass mich das an den Himmel über Paris an einem klaren Sonnentag erinnert, wenn ich an der Seine vorbei zu Montmartre schaue? Herr Elsner, ja, Sie meinen gar nicht mich. Ja, ja, hör mal. Herr Elsner, das war total nett jetzt. Aber ich, als Sie den ersten Satz fertig hatten und da, ich spürte, da kommen noch ganz viele, da habe ich gedacht, ne. Aber nee, also ich mache Ihnen ein anderes Kompliment. Also eins, wo ich könnte, was ich glauben kann. Sie können eins glauben. Ja. Ich möchte Ihnen gerne etwas abgewöhnen. Sie saßen jetzt neben mir und haben dreimal Ihren Rock nach unten gezogen. Ja, muss ich. Das müssen Sie nicht tun. Ja, Sie kennen meine Knie nicht. Nein, aber man... Damit Sie die nicht kennenlernen, mache ich das. Das machen Sie aber richtig niedlich. Ja, sehen Sie? Dankeschön. Ja. Super. Außerdem wollte ich, sehen Sie, ich mache das automatisch. Ja. Weil der Sergio, das ist mein Friseur. Ja. Der Sergio, der sagt mir so immer, heißt der Verbrecher. Frau Hülschrath sagt er zu mir... wo war ich? Sagt er zu mir, Frau Hülschrath, wollen wir nicht mal was Neues ausprobieren mit Ihrer Frisur? Aha. Und jetzt denke ich darüber nach. Der hat das schon öfter gesagt und ich habe jetzt mal überlegt, ob ich mal was machen sollte. Was meinen Sie? Ich habe mal so Richtung Nina Ruge überlegt. Sharon Stone, auch eine schöne Frau. Also, ich glaube, Sie haben ja ein ganz gutes Gesicht. Und das sollte man eigentlich, das sollte man eigentlich nicht unter so einer H&M-Perücke verstecken. Ja? Also, ich würde... Stopp mal gerade. Ich würde durchaus... Jetzt wird das ein unangenehmes Gespräch, weil wenn es eins nicht ist, dann ist es eine Perücke. Es ist wirklich, ich habe dichtes Haar und es ist sehr warm. Das ist so, ja? Ja. Gut, also ich will das ja auch nicht nachprüfen. Nehmen wir mal an, der Friseur hat Ihre Haare so gemacht, dass sie wirkt wie eine Perücke. Ach du lieber, ja. Dann würde ich sagen, wäre das für Sie nicht sehr vorteilhaft. Nee, das möchte ich auch sagen. Weil Sie haben ein natürliches Gesicht und Sie sollten eigentlich auch eine natürliche Frisur haben. Ja. Eigentlich würde ich jetzt Ihren Kopf am liebsten unter kaltes Wasser halten. Nein, tun Sie das nicht. Zweimal schütteln. Tun Sie das nicht. Ihnen dann die Strähnen aus dem Gesicht nehmen. Sie nehmen gerade alle vier Komplimente zurück. Herr Elsner. Und vielleicht auch mal Ihre Haarfarbe. Ja, mein Gott. Ja, das sieht doch klasse aus. Die Frau ist... flott. Ich bin ein anderer Typ. Aber Sie sind mit den Haaren von ihr genauso flott. Wir können mal tauschen. Wir gehen zusammen zum Sergio. Genau. Wir gehen zusammen zum Sergio. Hauen Sie schon Kommen wieder Sie ab. Auch mit? Ja, ich muss mal wieder rauf. Ich bin jederzeit für Sie hier, falls ich hier ein Zimmer kriege. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich bringe Sie. Tschüss, Frau Westermann. Frau Hülschrath. Christinchen. Tschüss, Herr Alsmann. Keinen schönen Gruß an Sergio, ne? Tschüss, ne? Das, meine Damen und Herren, war voller Straße. Das war nett. Sie war ganz voller als Annemie Hülschrath. So, ihr macht mal hier noch ein bisschen Zwiegespräch, Komplimente und alles. Und ich baue eine Kleinigkeit auf. Genau. Gut. Haben Sie jemanden, der den Haushalt macht zu Hause? So? Ja, meine Frau. Ja, ehrlich? Ja. Die ist richtig Hausfrau? So ja. Mit einem Verzug? Ja. Und von morgens bis nachts und rund um die Uhr das und eine ich, begeisterte jemand, Mutter. Wenn der so viel Kohle hat, der putzt doch nicht selbst. Ich habe eine junge, dynamische Frau, die sich schwarz ärgern würde, wenn zu viele Menschen bei ihr zu Hause dazwischenreden würden. Wir haben allerdings eine reine Mache-Frau, die helfen kommt. Ja. Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Im Flugzeug. Wie diese alte Nummer, man flirtet mit einer Stewardess, wirklich? Man flirtet mit einer Stewardess, es war auf dem Flug von Hamburg nach Frankfurt. Flugnummer? Später habe ich dann immer erzählt, sie hat mich gefragt, möchten Sie Kaffee oder Tee und ich habe gesagt, ich möchte Sie. Das ist nicht wahr. Was aber nicht stimmt, direkt, ja, ne? So drast waren wir gar nicht. Nein, ich bin geflogen mit einem
mit meinem besten Freund. Und dem sagte ich, sag mal, findest du die auch so nett? Der saß da. Findest du die auch so nett? Sagt er, ja, ja. Ich sag, Mensch, guck dir die doch mal an. Ja, ja. Ich sag, Mensch, kommt man nicht an eine Visitenkarte oder an irgend sowas? Oder? Wie haben Sie das dann gemacht? Die hat sie doch bestimmt erkannt, oder? Ja, ja, klar. Ja. Erste Klasse geflogen, Sie. Business. Damals durfte ich das noch, ja. Ja. Mir kommen die Tränen. Okay, und dann, was haben Sie dann gemacht? Wie war das dann? Ich habe Ihre Adresse bekommen und habe dann ein paar Tage später angerufen. Kann ich mal einen Kaffee und Ihre Adresse haben, oder wie geht das? Nein, ich war viel schlimmer. Ich war viel schlimmer. Ja? Ich habe gesagt, wollen Sie mal zu Wetten, das? Das macht Götz auch immer. Wollen Sie mal zu Zimmer? Ja, nachdem ich es abgegeben habe. So, meine Damen und Herren, wenn wir gerade von Fliegern reden, hier geht's weiter. Herr Elsner, Sie haben mal gesagt, Sie wären einer der ganz großen Meister im Papierflieger bauen. Das erkläre ich meinen Kindern immer, ja? Ja. Und? Ich mache gute Papierflieger. Wohl an. Ich habe ein Problem. Zeigen Sie uns, wie es geht. Ich mache die lieber mit kleinem Papier, weil die dann besser alles fliegen. Ah, ja, kleines Papier, hier kein Thema. Das ist kein besonders gutes Papier, nein, muss ich dazu sagen. Aber das ist auch keine besonders gute Ausrede. Kein besonders gutes Flugpapier. Also, ich fange mal schnell an hier. Ja. Das Problem ist, man muss eigentlich, wenn man kleine Flieger macht, verhältnismäßig leichte Bauweisen. Ja, Sie kennen das Lied, sind so kleine Flieger, muss man ganz schnell falten. Halt, ich bin schon raus. Wie? Und jetzt? So. Ja, so, okay. Und so, jetzt? Ja, natürlich. So ja, rum. Klassische Trick. So, der klassische Trick. Ja, natürlich. Dann wird er hier so in der Mitte gefaltet. Ich bin schon raus, scheiße. Und dann ist es ganz wichtig, weil wir nachher... haben wir ja... Moment, nicht so schnell. Ich bin da noch gar nicht beim zweiten Schritt. Das zweite Schritt. Ich mache mal hier einfach mal ein Modell, um zu gucken, wie die Studioluft hier ist, ganz schnell. Den zweiten Schritt von Christina. Dann können hier wir so, uns oder? Das noch mal ein bisschen besser vornehmen. Nee. Was war das denn? So, immer erstmal die Mittelfaltung. Ich mache lieber so ein Boot, das kann ich auch nicht. Ich mache kein Boot und ich mache auch keinen Tapezierhut aus einer alten Zeitung. Ich mache jetzt hier einen Elsterschen Papierflieger. Also ich bin damals mit diesen Papierfliegern sehr unbeliebt in der Schule gewesen, weil in der Pause im Hof lagen da meistens 100. Woraus haben Sie die im Schulunterricht gemacht? Ja, aus dem Heft, in das ich nicht geschrieben habe. Elsner stört wieder den Unterricht. So ungefähr. So, das ist jetzt gleich der Jungfernflug. Das wird ganz gut, glaube ich. Das Problem ist, das Papier ist wirklich etwas schwer. Ja, aber das hat natürlich auch eine ganz andere Fallgeschwindigkeit dadurch. Ich muss mal sehen. So, ich verlasse jetzt Ihr Konstruktionsprinzip und wende das Alsmannsche an. Ja, wir können ja dann nachher uns überlegen, was besser fliegt. Ja. Letzten Endes entscheidet ja nicht das machen Papier. Machen Sie auch hinten immer so einen Widerstandsknick rein? Ja, aber erst hinterher. Zuerst müssen Sie einen Probeflug machen. Dann werde ich jetzt, zuerst sehe ich jetzt, was das Flugzeug kann und was es nicht kann. Und dann wird es nachgerüstet. Ah. Verstehst du? So. Ja. Also der kann noch nicht viel. Pass auf. Der kann noch nicht viel. Jetzt wird der nachgerüstet, kriegt noch zwei Landeklappen hier. Und jetzt fliegt er gleich super. Wollen wir das da oben ausprobieren, dass er richtig lange fliegen kann im Zimmer? Oben machen wir es erst, wenn er unten geht. Ah ja, okay. Oh, das ist gemein, das mache ich auch. Ah! Wow! Voilà! Der Champion! Unglaublich! Das war Ihrer? Ja. Nehmen Sie den noch mal mit hoch. Ja. Ich würde ihn gerne. Die Ausnahmsweise für einige Sekunden mit hoch. Ich will meinem Flieger noch eine zweite Chance geben. Okay. Da haben Sie was dagegen. Wir könnten noch ein bisschen Löffelchen liegen darüber. Wenn ich das Rasierwasser aussuchen darf. Ach so. Was hat er gesagt? Wenn er das Rasierwasser aussuchen darf. Ha. Boah. Super Flieger. Mensch, Gott. Ehrenvoller Erster. Nein. Ja, hier gefällt es mir. Hier gefällt es mir. Ist natürlich hier eine martialische Herangehensweise. Wir haben Ihnen ein schönes Kinderzimmer gemacht. Das finde ich klasse hier. Weil Sie eigentlich so eine klasse Kindheit hatten, oder? Also, oder nicht? Sie waren ein glückliches Kind. Ich hatte sehr tolerante Eltern. Mhm. Und hatte eine sehr lustige Kindheit. Ja. Glücklich ist das falsche Wort. Eine sehr lustige,
Ich bin nach dem Krieg groß geworden. Ich bin 42 auf die Welt gekommen. Als der Krieg zu Ende war, war ich 3 Jahre alt. Daran kann ich mich kaum erinnern, aber so ab 3, 4, dann sind die ersten Erinnerungen da. Sie haben auch noch in Trümmern gespielt. Ich habe auch noch in Trümmern gespielt. Habe ich. Und damals hatte ich auch einen ziemlich schweren Unfall. Mhm. Dann kam ich übrigens... Sie sind auf eine Granate getreten oder was ist ja, passiert? Ja, einen Granatsplitter hatte ich im rechten Fuß und bin damals fast verblutet. Habe auf jedes Knie, kann ich mich noch erinnern, erzählt die Familie, 25 Kochsalzspritzen bekommen. Das war damals der Blutersatz. Man hatte keinen Blutersatz und bin damals dem berühmten Herrn da von der Schippe gesprungen. Und darüber freue ich mich natürlich, klar. Wissen Sie eigentlich noch, was Ihr Lieblingsspielzeug war? Also ich hatte so eine Puppe, die hieß Gisela. Was war das bei Ihnen? Ich hatte einen Holländer. Ein Schiff oder was? Nee, das ist ein Gerät, das sich nach vorne bewegt mit Muskelkraft. Also das ist nicht ein Dreirad, mit dem man tritt, sondern das ist, da bewegt man ein Steuer nach vorne und hinten und durch eine ganz bestimmte Mechanik wird das Hinterrad angetrieben und damit kann man fahren. Das war, das gehörte zwar nicht mir, es gehörte dem Nachbarjungen, aber er war sehr nett und hat mich immer drauf fahren lassen. Sie haben in unserem Zimmerfrei-Fragebogen auf die Frage Ihr schönstes Kindheitserlebnis gesagt, mein 10. Geburtstag. Was ist da passiert? Wir lebten damals in Baden-Baden, sind von Köln nach Baden-Baden gezogen und meine Eltern waren damals am Südwestfunk und am Theater. Und da die fast immer nur im Theater oder im Funk waren, haben sie mich in der Freizeit immer mitgenommen. Und die Mitarbeiter hinter der Bühne, also sprich die Techniker und die Inspizienten und die Soufflösen, die haben meinen 10. Geburtstag gemacht und es war super. Ich habe eine tolle Torte gekriegt und 10 Kerzen und habe sowas eigentlich ganz selten erlebt. Werde ich nie vergessen. Sie haben ja nicht so arg viel Zeit, aber wenn Ihre Kinder Geburtstag haben, sind Sie dann da oder kommt da irgendwie was per Post vom Papa? Nein, fast immer. Also ich bemühe mich, oh Gott, da hinten ist meine Tochter, die wird jetzt sagen, 10-mal warst du nicht Wie da. Wie war es wirklich? Er ist auch schon mal extra nur einen Tag extra gekommen. Er ist extra gekommen. Das ist, er also, bemüht sich sehr wohl. Okay, guter Vater, Daumen ging nach oben. Also Sie haben vorher, haben Sie miteinander gesprochen vorher drüber? Nee, ne? Nee. Sie sind Pfadfinder. Gewesen. Ist ja, das ich meine, noch? Pfadfinder ist man das ganze Leben, weil das eine Einstellung ist. Da war ich sehr gerne. Da war ich in einer Gruppe, die hieß die Falken. Und das waren Schulkameraden von mir. Es war eine wunderbare, unbeschwerte Zeit mit vielen Pfadfinderlagern. Daher kenne ich den Schwarzwald in- und auswendig. Und ich kenne auch die Donnerbalken. Und ich hatte damals in der Schule einen Spitznamen. Man nannte mich Donner, weil ich mal in einen solchen Donnerbalken gefallen bin. Und damals in einem Großzelt übernachtete. Und die 14 Mitschläfer, die haben dann unter meinem Donnerbalken gelitten. Können Sie doch badisch so ein bisschen sprechen? Na ja, wenn es sein muss, machen wir das, gell? Ein bisschen mehr würde ich gerne hören. Ja, ich war mal der Herr Bläsle, dann habe ich als im Radio auch gerufen. Bei Radio Luxemburg habe ich gesagt, Herr Helga, so geht es nicht mit der Scheißsendung, die du da machst, gell? Und Sie hat sie nicht erkannt? Nein. Gut. Vielleicht gehen wir wieder runter, wir müssen. Ja, aber hier gefällt es mir besonders schön, ne? Gut. Das ist ja ganz Haben Sie eine Eisenbahn als Junge gehabt? Von der erzähle ich Ihnen lieber nichts. Warum? Die musste ich nach Weihnachten wieder abgeben, weil mein Vater die nicht bezahlt hatte. Wie? Der hat die irgendwo gekauft und hat gesagt, ich zahle nach Weihnachten? Oder wie hat er das gemacht? Lassen wir uns über angenehmere Dinge reden. Ach, das ist doch verjährt, oder? Ein paar Jahre. Nee? In den dunkelsten Seiten der Biografie unseres lieben Gastes Frank Elstner herumzuwühlen, Danke. Möchte ich das Thema einfach auf etwas sehr, sehr Angenehmes lenken. Denn hier ist für Sie, für uns alle, die Umfeldstory. Oho. Luxemburg, die Stadt von Frank Elstner. Und das ist in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen, denn Frank Elstner hatte Anfang der 70er Jahre schon so viel Geld verdient, dass er sich überlegt hat, ach, ich brauche eigentlich nur noch einen repräsentativen Platz zum Wohnen, irgendeinen Ort, an dem ich meine Einrichtungsideen verwirklichen kann. Und da traf es sich günstig, dass der Großherzog von Luxemburg gerade etwas Klamm auf der Tasche war, also konnte Frank Elstner diese Stadt kaufen. Er hat danach gedacht über einen Namen, Frankreich
gibt es schon. Frankfurt, auch schon vergeben. Und dann fiel ihm auch ein, mein Gott, ich bin bescheiden, ich bin ein bescheidener Mensch. Thomas Gottschalk bemüht sich schon so lange um den Zuschlag für Malibu, hat nicht funktioniert. Helmut Dietl und Veronika Ferres haben für München zusammengeworfen. Sie konnten die Stadt nicht kaufen. Also hat er sich gedacht, belassen wir es bei Luxemburg. Und gerade diese Bescheidenheit ist es, die die Luxemburger so an ihrem heimlichen Stadtvater Frank Elstner schätzen. Jeden Tag bringen die Menschen Luxemburgs auf diesem Feuer ein Tieropfer für diesen Mann. Und gleich nebenan entsteht der Frank-Elstner-Tempel, ein Platz, an dem die Luxemburger in circa einem halben Jahr diesem großen Mann huldigen können. Luxemburg ist zwar die Stadt der Banken, aber hier geht es längst nicht nur um finanzielle Dinge, nicht nur um Geld, für Frank Elstner vor allen Dingen nicht. Ihm sind hier seine großartigsten Einfälle gekommen, seine ganz großen Showideen sind hier in Luxemburg entwickelt und vor allen Dingen auch getestet worden, hier auf dem Jeopardy Plaza mitten in Luxemburg, und zwar auf dieser Bühne. Hier wird probiert, funktioniert die Show oder funktioniert die Show nicht. Der Platz muss mindestens bis zur Hälfte gefüllt sein, ansonsten ist die Idee durchgefallen. Frank Elstner gehört in der Tat die ganze Stadt. Ganz Luxemburg ist seins, mit einer einzigen kleinen Ausnahme. Weil der Mann in diesem Restaurant so gut kocht, durfte er das Haus behalten. Der letzte Privatbesitz in Luxemburg. Wenn Frank Elstner in sein Lieblingslokal in Luxemburg geht, ins Mesa Verde, dann gibt es für ihn nur diesen einen Platz. Hier an dieser wunderschönen Säule sitzt er dann und lässt sich von Lucien, dem Besitzer und Koch des Restaurants, hier richtig verwöhnen. Was ist denn sein Lieblingsgericht? Ja, sein Lieblingsgericht ist die Promenade. Es ist eine Degustation von Fisch und vegetarischen Spezialitäten. Und als Vorspeise, wenn er Zeit hat, nimmt er oft seine Champignon Printanier in einer Sauerrahm-Kräutersauce und er lässt sie schmecken. Kommt er nur zum Essen oder kommt er auch mal zum Zechen vorbei? Es hängt davon ab, je nachdem, wie busy er ist. Aber er kommt meistens, wenn er sich Zeit lässt, früh und geht oft als Letzter. Und ich glaube, es gefällt ihm einfach. Er lässt sich gerne gehen. Jeder respektiert ihn einen. Hier wohnt Frank Elstner und direkt vor seinem Wohnhaus läuft seit 1985 eine Wette aus seiner Sendung Wetten, dass die beiden anerkannten Kriegsdienstverweigerer Heinz Jürgen und Jochen aus Oberhausen haben nämlich gewettet, dass sie es allein durch den Tritt ihrer Stiefel schaffen, den Boden hier um 50 cm abzusenken. Das Ganze hat bisher noch nicht so richtig geklappt, aber die beiden geben nicht auf. Ja, jetzt kommen Sie, Herr Elstner. Ja, ich muss sagen, können Sie zaubern und darf ich bitte diesen jungen Reporter kennenlernen, der das fantastisch gemacht hat? Der liegt bestimmt auch sehr gerne Löffelchen mit Ihnen. Nein, das hat mir sehr gut gefallen. Wie ja alles in der Satire überzogen wird, muss ich zumindest etwas sagen. Es gibt eine sehr typische luxemburgische Eigenschaft. Man bretzt nicht. Nicht zu bretzen heißt, man gibt nicht an. Und wenn das zum Beispiel jetzt ein Luxemburger gesehen hat heute Abend und denken würde, dass ich den Film gemacht hätte, dürfte ich heute nicht mehr einreisen. Nein, nein, kein Problem. Also Kinder nicht nachmachen, das hat der liebe Onkel Frank nicht zu verantworten. Das war eine dufte Idee unseres Herrn Thaddäus. Aber ganz toll, ja. Wirklich toll. Dieser nette Wirt hat gesagt, wenn er sich mal so gehen lässt. Wie sind Sie denn, wenn Sie sich gehen lassen? Also hier trinke ich bei Ihnen heute Abend ein halbes Glas Rotwein, weil ich nachher noch nach Hause fahren möchte. Aber wenn ich nicht mehr Auto fahren muss, dann ist es durchaus möglich, dass die ganze Flasche dran glauben muss. Und dann heißt es wieder zweites Schlafzimmer oder so. Ja, an dem Abend dann ja, ja. Sie haben in dem Playboy-Interview gesagt, auf die Frage, da musste man sagen, richtig oder falsch. Ich glaube, Hasch ist ungesund. Dann haben Sie geschrieben, falsch. Wann haben Sie das letzte Mal ein Pfeifchen geraucht? Das ist immer die Frage, die man in solchen Sendungen gestellt bekommt und wo dann einen Tag oder zwei Tage später die Boulevardpresse sagt, er war der große nicht Hascher. Bei uns. Sie haben nicht inhaliert. Also, nein, ich muss dazu Folgendes sagen. Wenn man in Luxemburg groß geworden ist, zu einer Zeit, in der die Rolling Stones, die Beatles und die ganzen Popgruppen eben eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben und zuerst zu uns kamen und bei uns interviewt worden sind, dann sind wir auch mit denen rumgezogen. Bei mir hat Jimi Hendrix im Keller Gitarre gespielt. Ich war mit vielen dieser Gruppen in London zusammen bei den verrücktesten Festen. Ich wusste, was da läuft und was da geht und wer was getan hat und wer nichts getan hat. Und mit Sicherheit habe ich auch das eine oder andere Mal vielleicht nicht den Mut gehabt zu sagen, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ich
Ich hatte in einer Beziehung hatte ich ein unglaubliches Glück. Mir hat mal einer von den Kerlen auf einer Tournee, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde, da waren die Flowerpot Man mit Dave Dozy, Beaky McIntitch. Da war Scott McKenzie mit, den Sie noch kennen von San Francisco. Dieses ja, Lied, meine Omi erzählt mir ab und zu davon. Auf dieser Reise hatte ich mal das ganz große Glück, dass mir einer eine Zigarette angeboten hat, von der mir so schlecht wurde, dass ich mir geschworen habe, das rauche ich nie wieder. Das habe ich bis heute gehalten. Sind Sie Raucher? Ich war Raucher, militanter Raucher. Heute bin ich ein Raucher, der nicht raucht. Mhm. Denn ein Nichtraucher werde ich höchstwahrscheinlich nie wieder. Mhm. Sie haben mal erzählt, dass Sie mit 29 einen Zusammenbruch hatten. Und dass Sie, also einen körperlichen Zusammenbruch, weil Sie einfach zu viel gearbeitet haben. Und für Sie war das wie so ein Zeichen von oben, dass der liebe Gott gesagt hat, pass mal auf, Frank, hier ist die Vorwarnung, beim nächsten Mal wird's ernst. Ja, wenn man Karriere machen möchte und sie macht, dann sind gerade diese Zonen, so sagen wir mal, zwischen Ende 20 und Mitte 30 nicht ungefährlich, wenn man überdreht, wenn man halt 16 Stunden am Tag arbeitet und glaubt, wenn man alles an einem Tag erledigen möchte, dass man dann schneller vorwärts kommt. Man ist dann eigentlich ein schlechter Manager, weil man es fehlt einem noch die Übersicht. Man steckt noch mittendrin. Das ist wie mit dem Peter-Prinzip. Man macht viel zu viele falsche Sachen. Und da habe ich glücklicherweise einen guten Hinweis bekommen. Ich bin auf der Funkausstellung umgekippt. Und dann hat man mich ins Krankenhaus gebracht. Und dann haben die alle gedacht, jetzt hat er einen Herzinfarkt. Und dann habe ich meinen Guru getroffen. Und habe 4 Wochen lang trainiert, mit ihm Sport gemacht in St. Moritz, in fast 2000 Meter Höhe. Und von dem Tag an laufe ich. Und das bis heute. Ist der liebe Gott noch immer ein wichtiger Mann in Ihrem Leben? Ich bin mir nicht sicher, ob er ein wichtiger Mann ist, aber er ist eine wichtige Existenz in meinem Leben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist er ein Mann oder eine Frau oder ist er ein geistiges Wesen? Das können wir uns ja alle nicht vorstellen. Apropos, wir müssen jetzt zur Hausmusik schreiten, sonst bekommt unser Regieassistent mindestens genauso einen Nervenzusammenbruch und kollabiert körperlich. Herr Esther, wir werden genau auf dieses Thema jetzt anknüpfen mit unserer gefürchteten Hausmusik. Ja. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, was es denn sein könnte und Sie haben gesagt, Sie wären nicht abgeneigt, etwas zu spielen, das Sie in früher Jugend bei den, wie hießen die, Bernardiner oder wo waren Sie? Nein, ich kann eigentlich gar nichts spielen. Ja, das sagen weil, Sie alle. Nein, das Beste an mir ist, ich habe früher immer gesagt, ich kann alles halb. Ja. Und irgendwann habe ich früher mal so Kirchenlieder gespielt. In F-Dur, meine Damen und Herren. Das ist es aber schon fast. Ja, also das wesentlich, kann doch nicht alles gewesen wesentlich sein. Weiter geht das nicht. Ich habe mal auch irgendwann irgendwelche Boogie-Woogies oder so ein Zeug gespielt. Ja, also ich krieg die da nicht mehr hin. Ja. Und das kennen Sie ja. Ja, auch. Das war Boogie-Woogie. Ja, also so. Singen Sie doch mal was schön. Also, ich singe in der Badewanne. Sie sind doch verantwortlich für die Verbreitung einiger der grauenvollsten Schlager dieses Jahrhunderts. Auch da einige der schönsten. Für welchen Schlager schämen Sie sich? Es gab mal einen Schlager bei Roy Black. Ja? Das war so eine Geschichte mit irgendwas mit dem Stachelschwein. Ja! Da habe ich mir immer gedacht. Schön ist es auf der Welt zu sein, sprach der Igel zu dem Stachelschwein. Du und ich stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Dessen braucht man sich doch nicht schämen. Herrlich! Ich mag das. Ich glaube, das ist der einzige Text, den ich kenne. Ja. Und das, wo wir letztes Jahr ein ganzes Jahr Goethe-Jahr gehabt haben. Vielleicht gibt es mal das Alsmann-Jahr. Das haben wir jedes Jahr. Schon wieder eine Flanke, was? Danke. Gibt's was, was Sie gar nicht können? Oh ja. Zum Beispiel. Ja. Was würden Sie denn annehmen, was ein Mann kennen können muss? Dann sage ich Ihnen sofort, ob ich das kann oder nicht. Männer können die unterschiedlichsten Sachen. Ah. Also. So ist das also. Ich sage es, ich bekenne es offen. Ich habe fürchterliche Probleme mit dem Zusammensetzen von Überraschungseiern.
Mein Mann Elstner, ja. Genau, so geht's ja. Mir auch. Ich sage, ich werde wahnsinnig. Ja. Ja, meine kleine 7-jährige Tochter oder auch sogar die 2-jährige ist heute schon wesentlich schneller. Und einer muss den Mist hinterher auch noch immer essen. Die Kinder wollen ja nur basteln, aber die wollen das Zeug gar nicht. Ja, völlig richtig. Oh, die sprechen mir so aus der Seele. Sehen Sie. Also so ähnlich geht's mir dann höchstwahrscheinlich auch mit dem IKEA-Regal oder mit dem Liegestuhl. Also da habe ich 2 linke Hände. Machen Sie schöne Geschenke? Ja, muss ich jetzt Ihre Frau fragen, ist mir schon klar, aber ich wüsste es einfach mal gern von Ihnen. Schenken Sie so klein und teuer in so einer Schachtel? Ich gebe mir Mühe, etwas zu schenken, worüber sich ein anderer sehr freut. Das muss nicht immer das Teuerste sein. Also ich fand die Bonbons sehr schön gerade. Ja, das stimmt. Muss man da vorher Ihnen so einen Hinweis geben oder kommen Sie von alleine? Muss man mit dem Zaunpfahl winken oder kommen Sie von ich alleine? Ich kann Ihnen 2 Beispiele für ein Geschenk geben. Ich weiß mal, dass meine Frau in einer Fernsehsendung zugeguckt hat. Da wurden Schals gezeigt oder irgend sowas. Und ich wusste, sie fand den gut. Aber es war weder Weihnachten noch Geburtstag noch sonst was. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, die Frau, die den Schal gemacht hat, blöderweise wohnte die auch noch in Rom. Und dann haben wir die angerufen, aber ich habe den Schal besorgt und plötzlich war er zu Hause. Das können nicht alle Männer, aber Sie können das. Naja, ja, das muss ich jetzt das kann heute die jeder. Von Rom kennen. Aber jetzt kommt unser fast Schlusspunkt für heute. Wir machen jetzt die Ultima. Machen wir hier etwa schon eine Stunde? Nee. Ja, natürlich. Die vergeht wie im Fluge. Mit Ihnen im Schlafsack. Ja, die ultimative Lobhudelei für Frank Elstner und Jörg Thaddäus hat einen gefunden, der das prima kann. Wir haben einen Mann da, der in einer Quasi-WG gewohnt hat. Er hat längere Zeit, oder sagen wir besser, Abende und Nächte lang mit Franz Beckenbauer in einem Glaskasten zusammengelebt. Und er kennt Frank Elstner von seinen vielen, vielen Schokoladenseiten. Günther Jauch. So ist es. Frank Elstner ist ein Mensch, der mir völlig überraschend 1988, und das war vor 11 Jahren, und da war ich noch so klein, fernsehtechnisch gesehen, auf einmal angeboten hat, die Menschensendung zu moderieren. Das war eine der tollsten Sendungen, die es überhaupt gab, und die hat er einfach abgegeben. Der Mann kann nämlich wirklich gönnen. Er hat der Thomas Gottschalk auch Wetten, dass gegeben. Und das macht er, soweit ich weiß, bis heute, dass er wirklich unbekannte Nachwuchsleute fördert und denen einfach richtig gute Sendungen auch gibt und ihnen hilft und nicht einfach nur zusieht, dass er selbst gut aussieht. Das ist die eine Seite von Frank Elstner, die ich kenne. Die zweite ist, es gibt ja immer mal im Leben eines Fernsehmenschen Zeiten, wo es einem richtig schlecht geht, wo also entweder die Kritik über einen herfällt, wo man ungerecht behandelt wird und schlichtweg ganz unten ist. Und dann ist Frank Elstner immer der Erste, der anruft. Ich weiß, dass das das alte Kohl-Prinzip ist. Anrufen, wenn es jemandem schlecht geht und nicht, wenn alle einen sowieso beglückwünschen. Aber das macht er wirklich konsequent und tröstet einen da auch. Und das merkt man sich. Und schließlich drittens, ich kenne keinen Menschen seines Alters, der körperlich so unheimlich fit ist. Er ist bei mir in einer Sendung gewesen und ist während der gesamten 2-stündigen Sendung mit richtig doller Geschwindigkeit auf so einem Laufband gewesen. Hat danach ein bisschen geschwitzt, aber war total fit, wurde ärztlich überwacht und hat das richtig gut gemacht. Also peinlich aber wahr, über den Mann kann man nur Gutes sagen. Mal sehen, was unser Publikum dazu zu sagen hat. Meine Damen und Herren, der große Moment ist nun da. Wir fordern unser Publikum hier im Studio auf, vermittels roter oder grüner Karten das finale Verdikt zu sprechen. Sind Sie der Meinung, dass Frank Elstner in den engsten Kreis der Bewerber unser freies Wie geht's immer aufzunehmen ist? Wenn ja, grün, wenn nein, rot, bitte zeigen Sie uns jetzt Ihre Farben. Eine überwältigende, unglaubliche Vielmehr. Ich sehe 4 rote Karten, der Rest grün. Meine Damen und Herren, dieser Mann ist drin. Ich danke Christine Westermann, ich danke mir selbst, aber vor allem danken wir Frank Elstner.